So, willkommen zurück zu Let's Play I Wanna Be The Guy und es geht gegen Bowser. Bowser aus Super Mario World. Genau zusammen mit seinem komischen Clown-Ding. So, die erste Form, die sollte eigentlich schaffbar sein. Ich muss eigentlich nur... Nein, da komme ich auf keinen Fall hin. Ich muss also bei der Bombe für den Moment bleiben. Ich kann leider natürlich wieder nicht skippen. Aber es geht noch. Trotzdem ist es nett, wenn er bei Skip-Taste hier startet. Man wird sich jedes Mal so ein paar Sekunden sparen und da man vermutlich einige Versuche braucht, wird sich das schon lohnen. So, dann gucken wir doch nochmal. Wow, wow. Das war merkwürdig. Okay, die Bombe macht dieses Blub-Geräusch, was ich da gehört habe. Also war es kein Treffer, sondern eigentlich nur die Bombe. Wieso will ich jetzt mal in die Mitte? Jetzt will ich hier hin. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Irgendwie kann man das so halbwegs steuern, dass man ihn trifft. Aber... Wie mache ich das am besten? Mal hier hin. Na, aber er ist weiter vorne explodiert. Ich werde also noch ein bisschen warten. Das gleiche mache ich jetzt nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob es Zufall ist, aber ich... Oder einfach nur irgendwie... Ich will es sehen, aber ich habe das Gefühl, als komme ich näher dran an ihn. Boom! Okay, ich kann am Ende nicht mehr stehen, was nervig ist. Und da kommt er wieder, wobei er kommt nicht wieder, denn es ist die zweite Form und die zweite Form ist nicht Bowser, sondern... Vieh, dessen Namen ich gerade nicht so richtig kenne. Oh, diese Luftwellen töten mich, da muss ich springen, wie? Kurzen Moment. So, ich hatte nur mal kurz nachgeguckt, wie das Vieh heißt. Es ist Wart. Und ich habe immer noch keine Ahnung, aus welchem Spiel es ist. Who cares? Sorry. Das war die Maus in der unten rechteren Ecke. Heute spielt für sie die Maus. Während ich den Screen kurz gegoogelt habe, hat sich Wart übrigens selber besiegt. Und der dritte Boss ist aufgetaucht. Gut, ja, die erste Form ist hier, wenn man es erstmal so ein bisschen raus hat, glaube ich, wirklich leicht. Ich meine, selbst als ich nicht getroffen habe, sterben ist relativ leicht. Darum, mal gucken. Ihn berührt, was natürlich tot ist. Nächstes Mal, wenn ich sterbe, lasse ich, glaube ich, das Timer durchgehen, um zu zeigen, was kommt. Einfach nur, weil ich es auch lustig finde, dass ich im Todesscreen den Boss besiege. Also die zweite Form. Es hilft mir natürlich nichts. Aber ich finde es lustig. Und wenn ich etwas in diesem Spiel lustig finde, sollte ich es auch mal zeigen. Es gibt genug, schon zu wenig zu lachen, zumindest für mich. Das ist wirklich einfach. So, auf ein neues Wart. Ich gucke mal, ob ich vielleicht in der Mitte irgendwie besser stehen kann.
Shit. So, warten wir mal kurz. Er macht halt seinen Stampfattacke. Das macht er noch so ein bisschen. Sollte jetzt gleich irgendwann fertig damit sein. Ja, jetzt ist er damit fertig. Er stellt sich seitwärts hin und er schießt so einen Bullet Bill. Den Bullet Bill kann ich nicht wirklich aufhalten, überspringen, aber ich kann ihn wegschießen. Und dann explodiert er. Und ich glaube, man kann in der rechten Ecke da unten auch stehen. Also so auf dem Pixel genau. Und dann kann man da überleben, warten und das besiegt Ward auch. So, und ihr wollt wissen, wer die letzte Form ist? Nix da. Es reicht, wenn ich das weiß. Ich werde Ward selber so besiegen. Aber scheinbar muss ich viermal oder fünfmal geht er komplett hin und her und das ist recht lang. Da sollte ich auf jeden Fall üben, dass ich an der Seite stehen bleiben kann und damit zurechtkomme, wirklich diesen Staubwolken auszuweichen. Denn die letzte Form... Oh, das war richtig schlecht. Die letzte Form ist natürlich die härteste. Und für die werde ich einige Versuche brauchen, also so richtig viele. Und deshalb wäre es sinnvoll, wenn ich Ward relativ sicher platt machen kann. Ich meine, Bowser ist jetzt ungefähr so einfach wie in den normalen Super Mario Spielen, denn dort ist ja auch nicht wirklich die Gefahr. Auch wenn er dort zumindest mehr als einen Treffer aushält. So, ich probiere es diesmal, wenn ich von Anfang an hier stehen bleibe. Shit. Na. Ich glaube, da ist die andere Seite doch noch einfacher. Gut. Ich werde mal gucken, wie ich es mit diesem Kampf mache. Ich denke mal, ich werde... Zumindest will ich Ward einmal richtig schlagen. Und das zeigen. Nachdem ich Ward einmal richtig geschlagen habe, kann ich mir gut vorstellen, dass ich Bowser und Ward einfach jedes Mal weg drücke. Und die Aufnahme immer beim dritten Boss, dritte Stage beginne. Das war zu früh. Nein, was nicht. Du bist ein Loser, Bowser. Du bist ein Loser. Einfach weil... Ja, ich werde ja sowieso cutten, aber damit kann ich dann zumindest zu Beginn vieles cutten und danach werde ich dann irgendwann, weil ich den für den dritten Boss viel zu lange brauchen werde, gut. So weit war ich noch nie. Gut. Ja, irgendwann dazu übergehen. Okay. Ja, wie man sieht, ich muss eigentlich nur schießen. Und ich darf nicht in diese Bombe reinkommen. Da werde ich auch sterben. Was für Soundeffekte. Gut, das war Ward, zweite Form. Und wir kommen zur dritten Form, dritter Gegner. Und wer ist das? Wer ist das? Den kenne ich sogar, auch ohne dass es ist. Es ist Dr. Wily. Und er setzt solche Feuerbälle. Die sind gar nicht nett. Oh shit, zu weit gegangen. Und... Ja, diese Feuerbälle sind unglaublich nervig. Und dann macht er den Bowser aus Super Mario World Attack mit seiner komischen Glaskugel. Und... Ja, das war es eigentlich auch. Alles, was der macht. Der ist nicht nett. Und, ja, einmal mache ich jetzt, glaube ich, den Kampf noch durch. Und danach werde ich immer direkt zu Wily cutten. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Weil ich bin bald auch mit diesem Part am Ende. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, wann ich angefangen habe. Ich mache einfach noch diesen Versuch, egal wo ich sterbe.
Und danach sieht man sich im Wesentlichen mit Wiley, vielleicht für eine Folge, falls ich es bis dahin nicht geschafft habe, nur mit Wileys zu gewinnen. Und danach kommt nochmal der Rest oder so. Das werde ich hinkriegen. In jedem Fall geht's eigentlich. Ja, den Trick, wie man Wiley besiegt, zeige ich dann, wenn ich bei Wiley bin. Oh shit. Naja, ich mache einfach Schluss und wenn es ein etwas kürzerer Part ist, dann ist mir auch egal. Und gut, dann sieht man sich beim nächsten Mal. Macht's gut.